Girsch. Eine wunderbare Heilpflanze. Warum? Das werde ich euch noch erzählen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Gundula Spieler, ich bin Heilpraktikerin und Coach und ich begrüße euch heute recht herzlich an einem wunderschönen sonnigen Tag im Ende März. Und ich sitze hier gerade in meinem Garten und ich wollte euch heute eine ganz tolle Heilpflanze vorstellen, und zwar geht es um den Girsch. Ja, ich wollte euch ein bisschen zum Girsch erzählen, ich wollte euch den Girsch zeigen, wie er wächst in verschiedenen Wachstumsphasen. Und dann wollte ich euch auch noch erzählen, wie ich selber erfolgreich meine Gelenkschmerzen, mein Rheuma mit Girsch behandelt habe. Also bleibt bitte unbedingt dran, es wird interessant. So, und wenn ihr jetzt mal schaut, hier überall fängt jetzt im Frühling, Ende März, der Girsch an zu wachsen. Ja? Das hier, das, was ihr seht, das sind alles die jungen Triebe vom Girsch. Mit der Kamera muss ich dran. So. Und der Girsch, die sind noch so ganz zusammengefaltet, wenn die frisch rauskommen. Und dann, na, so wie hier zu sehen. Und dann entfalten die sich. Und diese jungen Triebe vom Girsch, die sind besonders zart. Und man kann den Girsch sehr gut essen. In den Salat zum Beispiel kann man den roh essen. Und man kann ihn auch dünsten, kochen, wie Spinat zubereiten. Na, aber jetzt diese jungen Triebe, die sind besonders zart. Und der Girsch, der hat eine ganz charakteristische Form. Ich werde euch das später nochmal zeigen, wenn die Blätter etwas weiter gewachsen sind. Dann könnt ihr auch die Entwicklung, den Wachstum nachvollziehen. Hallo, da bin ich wieder. Wir haben jetzt inzwischen Ende April, ja, und ich wollte euch jetzt mal zeigen, wie der Girsch hier inzwischen aussieht. Also wir hatten im April nochmal richtig Schnee, also es war nochmal richtig kalt, es hat geschneit, aber der Schnee ist inzwischen wieder weg und ja, so sieht es jetzt hier aus. Also der Girsch hat hier einen richtigen Teppich gebildet mittlerweile. Ja. Also das ist jetzt wirklich die perfekte Zeit, um den Girsch zu ernten. Weil wie gesagt, die jungen Blätter und Triebe schmecken besser, sind zarter. Und man soll ihn eigentlich auch nur bis zur Blüte ernten. So, ich wollte euch jetzt nochmal hier zeigen. Das sind hier die jungen Triebe. Und die entfalten sich dann hier. Und diese Blätter. Und der Girsch, der hat eine ganz typische Blattform. Ja, das ist diese Form hier. Moment, muss ich das mal kurz irgendwie hier so machen, dass man das gut sehen kann. Ja. Also der wird ja auch Geißfuß genannt. Es ist ganz, was ganz charakteristisch ist für den Girsch, ist diese drei.
diese Einteilung in drei. Also hier oben sind klassischerweise immer drei Blätter. Und hier gibt es auch nochmal eine Dreiteilung. Also 1, 2, 3. Hier sind zwei Blätter. Und hier, das könnt ihr euch merken, daran erkennt man den Girsch. Hier wächst das eine Blatt so raus. Und wenn man hier schaut, ist hier so eine richtige, ja, so eine Aussparung geblieben. Also wo das Blatt dran war. Also es fehlt hier bei dem einen Blatt so ein Teil, wo das Blatt quasi rausgekommen ist. So. Es gibt natürlich manchmal leichte Abweichungen, Mutationen oder wie auch immer. Aber das könnt ihr euch merken. Also so erkennt man den Girsch. Das ist ganz charakteristisch für die Blätter vom Girsch. Diese Form. Diese dreigeteilte Form und diese Aussparung, also dieses Fehlen von dem Teil vom Blatt hier, wo das Blatt rauskommt. Ja, und wie gesagt, jetzt ist eine wundervolle Zeit, den Girsch zu ernten. Ich werde mir jetzt gleich mal was pflücken. Also ihr könnt den Girsch sehr gut als Wildsalat essen. Es ist ja auch so, dass Wildkräuter, gerade die Kräuter, die da wachsen, wo du lebst, haben eine ganz besonders starke Energie, ja. Und das ist nicht vergleichbar mit angebautem Gemüse oder selbst wenn es Biogemüse ist. Das hat eine viel stärkere Energie. Und ihr könnt den Girsch auch gerne, ja, ihr könnt ihn zu Smoothies verarbeiten, wenn ihr das möchtet. Also ich persönlich esse ihn auch gerne so wie Spinat oder mit etwas, also kurz gedünstet, mit etwas Sojasauce zum Beispiel. Ihr könnt ihn auch verarbeiten in Rührei, was auch immer. Als Tee könnt ihr ihn natürlich auch zubereiten. Ja, wie gesagt, hier das nochmal die jungen Triebe, die noch so zusammen sind. Die sind besonders lecker und bekömmlich. Das hier, das ist tatsächlich alles Girsch. Also wie ihr seht, habe ich hier in meinem Garten eine richtig große Girschplantage und ich freue mich sehr darüber, weil, wie ich euch schon gesagt habe, habe ich mein Rheuma selber geheilt mit Girsch. Und wie ich das gemacht habe, das werde ich euch noch verraten. Also bleibt dran! Ja, wir haben jetzt fast Ende Mai und jetzt sieht man hier etwas, und zwar der Girsch kriegt Blüten. Das sind hier die Blüten vom Girsch, die sich bilden. Ja. So sehen die aus. Nochmal ein bisschen ranzoomen. Überall kommen jetzt die Blüten vom Girsch. Ja, der Girsch ist sehr vitaminhaltig und er eignet sich auch hervorragend zur Frühjahrskur, zur Entgiftung, zur Entschlackung und zur Entsäuerung. Ja, also ihr könnt gar nichts Besseres machen, als im Frühjahr eine Frühjahrskur mit Girsch euch zu gönnen. Das ist gesund und gibt euch ganz viel Energie und entgiftet euren Körper. Genau. Eins hatte ich euch versprochen, und zwar wollte ich euch noch erzählen von meiner persönlichen Erfahrung, ja, wie ich mein Rheuma selber geheilt habe mit Girsch. Es ist tatsächlich so, dass ich vor einiger Zeit sehr, sehr starke
Gelenkschmerzen hatte. Es fing damals an in den Kniegelenken und dann zog es sich so einmal komplett durch den gesamten Körper. Es kamen dann die Hüftgelenke, dann kamen die Schultergelenke, die Hände. Also es ging dann durch alle Gelenke, ja. Und ich bin damals zum Hausarzt gegangen und der sagte, das sei der Rheumafaktor war positiv und ja, genau, und hatte diese Diagnose gestellt, Rheuma, und ich hatte tatsächlich zeitweise zumindest sehr, sehr starke Beschwerden. Also das war keine Kleinigkeit, ich konnte teilweise wirklich kaum noch aufstehen, ich konnte kaum noch eine Treppe gehen oder konnte gar keine Treppe mehr gehen, ja, also es gab Phasen, da waren die Schmerzen wirklich so extrem, dass ich mich völlig bewegungsunfähig und eingeschränkt gefühlt habe. Ich konnte nicht mehr am Boden sitzen, im Schneidersitz sitzen. Das war alles nicht mehr möglich. Also es war tatsächlich eine Phase, da hatte ich sehr, sehr starke Beschwerden. Ich kann mich erinnern, dass ich auch damals beim Orthopäden war. Ja, und der stellt dann eine Arthrose fest in meinem Kniegelenk und dieser Orthopäde, der angeblich selber ein künstliches Kniegelenk hatte, nach eigener Aussage, ja, der wollte mir da Cortison spritzen und ich wollte das nicht, ja, weil ich wusste, dass es starke Nebenwirkungen hatte. Ich bin kein Freund von solchen starken Geschichten. Ich werde es nie vergessen, wie der Orthopäde vor mir stand und ganz böse sagte, sie riskiere noch ein künstliches Kniegelenk, ja, wenn ich jetzt nicht das mache, was er mir vorschlägt, nämlich Cortison mir spritzen zu lassen. Und so wie ich nun mal bin, immer etwas skeptisch, so auch gerade Ärzten gegenüber, hab den nur angeschaut und hab mir gedacht, ich kriege bestimmt kein künstliches Kniegelenk. Sicher nicht, ja. Ich habe mir tatsächlich auch kein Cortison spritzen lassen. Ich habe aber zeitweise Ibuprofen und andere Schmerzmittel genommen, weil es wirklich so schlimme Schmerzen waren. Ja, und dann hatte ich tatsächlich die zündende Idee, und zwar fiel mir ein, dass in alten Kräuterbüchern und in alten Überlieferungen, so aus der traditionellen Heilkunde, aus der Volksheilkunde, ja, dass da der Girisch empfohlen wurde oder empfohlen wird zur Behandlung von Rheuma und Gelenkschmerzen. Und ich gebe da normalerweise sehr viel drauf, wenn ein Heilkraut in der traditionellen Heilkunde, in der Volksheilkunde so hervorgehoben wird. Denn das hat meistens auch seine Berechtigung, ja? Und wie gesagt, mein Garten steht voll mit Girsch. Und es war Frühling. Es war Frühling und ich habe dann angefangen, Girsch zu ernten. Und zwar wirklich viel. Ich habe jeden Tag, ja, ich habe jeden Tag tatsächlich eine große Portion Girsch geerntet. Jeden Tag. So richtig groß. Und habe die zubereitet und gegessen. Und was ich noch genommen habe dazu, ich habe dazu jeden Tag Kurkuma genommen mit ein bisschen schwarzen Pfeffer und zwar immer einen Teelöffel morgens und einen abends. Ja, dazu vielleicht nochmal in einem anderen Video mehr, weil Kurkuma ist halt auch super entzündungshemmend. Aber hauptsächlich habe ich tatsächlich jeden Tag Girsch geerntet. Ich habe jeden Tag Girsch gegessen und zwar eine
große Portion und ich habe schon nach einigen Tagen gemerkt, wie es mir gut tut, wie es mir Energie gibt, wie es den Körper entgiftet, ja. Und das habe ich gemacht tatsächlich über Wochen, über Monate. Und die Wirkung kam nicht gleich, aber sie kam nach einigen Wochen, fing es an, dass die Schmerzen besser wurden, ja. Und was ich dann gemacht habe, man soll den Girsch ja tatsächlich nur bis zur Blüte ernten, danach nicht mehr. Und es ist ja auch so, dass die Blätter, wenn das so groß wird, die Pflanze, dann werden die zäh und schmecken einfach auch nicht mehr so gut. Und was ich dann gemacht habe, ich habe den Girsch einfach abgeschnitten. Ja, ich habe den nach der Blüte abgeschnitten. Oder mein Freund hat mit einem Freischneider den Girsch abgeschnitten, großflächig, ja. Und was dann passiert, dann wachsen nochmal neue junge Triebe wieder nach, ja. Und so konnte ich dann das quasi fast das ganze Jahr über, auch noch im Sommer nach der Blütezeit, immer weiter Girsch ernten und habe das tatsächlich gemacht über Monate. Und nach ließen meine Schmerzen nach und nach wurde ich wieder schmerzfrei, komplett schmerzfrei. Und ich bin heute komplett schmerzfrei. Ich habe keine Gelenkschmerzen mehr. Ich bin genauso beweglich, wie ich vorher war. Ich habe keine Beeinträchtigung mehr in der Beweglichkeit. Ja, und da ich weiß, wie schlimm das bei mir war, da ich mich daran erinnere oft, ist es für mich ein riesengroßes Geschenk. Und das habe ich allein dem Girsch zu verdanken, der ja komplett kostenlos bei mir im Garten wächst. Ja, es kostet mich noch nicht einmal Geld. Ja, also wenn du Probleme hast mit den Gelenken, mit Rheuma, mit Arthrose, mit Gelenkschmerzen, probier es aus. Ich kann es dir nur empfehlen. Probier es aus. Guck, wo der Girsch wächst und ernte ihn. Ich wünsche dir alles, alles Liebe und viel Erfolg. Und wenn du eine persönliche Beratung bei mir möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail.